Es war der bislang schwerste Angriff auf die russische Schwarzmeerflotte in ihrem Heimathafen. Ukrainische Raketen haben russischen Angaben zufolge in einer Werft in Sewastopol zwei Kriegsschiffe auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim getroffen. Die will die Ukraine zurückhaben, weshalb sie in ihrem Kampf gegen Russland immer wieder Nadelstiche auf der Krim setzt. Und diesmal womöglich sogar mehr als das. Noch am Morgen ziehen dichte Rauchwolken über das Hafengelände in Sewastopol. Nach Moskauer Angaben sind 10 Marschflugkörper auf die Werft abgefeuert. 7 seien abgefangen worden. 2 Kriegsschiffe wurden beschädigt. Ob die Zerstörungen noch weitreichender sind, ist nicht überprüfbar. Es ist der bisher schwerste Angriff auf den Militärhafen der annektierten Krim. Hier ist die russische Schwarzmeerflotte stationiert, von der zahlreiche Angriffe mit Drohnen und Raketen auf die Ukraine ausgehen. Mindestens 24 Menschen seien verletzt worden, so der von Moskau eingesetzte Gouverneur. Die Explosionen hallten durch die ganze Stadt, berichten Anwohner. Wir wurden durch ein lautes Geräusch geweckt. Auch mein Kind wachte auf. Es war etwa 3 Uhr morgens. Wir haben uns sehr erschrocken. Alles hat gewackelt. Ich wurde durch ein lautes, pfeifendes Geräusch aus dem Schlaf gerissen. Das Geräusch wurde immer lauter. Dann gab es einen Knall. Keinen einfachen Knall, sondern eine richtige Explosion. Es fühlte sich an, als wäre es ganz in der Nähe passiert, obwohl wir 3 Kilometer weit weg wohnen. In der Nacht hat auch Russland stundenlang die ukrainischen Donauhäfen in Rini und Ismail attackiert. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe konnten 32 der 44 Kamikaze-Drohnen abgefangen werden. Dennoch wurde die Hafeninfrastruktur getroffen. 7 Menschen wurden verletzt. Mutmaßliche Teile der abgeschossenen russischen Drohnen werden im rumänischen Donaudelta gefunden. Etwas weiter im Landesinneren als die ersten Trümmer vergangene Woche. Und wir sortieren die Ereignisse mit unserem DW-Korrespondenten Nick Connolly in Kiew. Nick, welche Folgen hätte das denn, wenn es sich bei den Drohnentrümmerteilen im NATO-Staat Rumänien tatsächlich um russische Drohnenreste handeln würde? Also aus ukrainischer Sicht ist es ganz klar der Bündnisfall. Es gibt erhebliche Frust hier, dass die NATO nicht aktiver wird, nicht lauter wird und keine weiteren Schritte bisher angegangen ist. Es scheint so zu sein, dass man in Brüssel das erstmal studieren will, erstmal erforschen will, was das tatsächlich ist. Und es ist immer wieder die Rede davon, dass keine Informationen vorliegen würden, nach denen das sich hier um einen absichtlichen Angriff auf NATO-Territorium handelt. Also wir hatten auch im letzten Sommer immer wieder gehört aus Washington von Präsident Biden, dass jeder letzte Zentimeter des NATO-Gebietes verteidigt werden würde, müsste. Aber man scheint natürlich auch aus total verständlichen Gründen sehr, sehr vorsichtig zu sein und eine Ausweitung dieses Konflikts auf Russland-NATO vermeiden zu wollen. Und bisher bleibt man bei den sehr leisen Tönen. Die Ukraine wiederum attackiert währenddessen aktuell immer wieder Ziele auf der Krim. Jetzt gab es offenbar den bislang schwersten Angriff auf die russische Schwarzmeerflotte. Sind das Nadelstiche oder schon größere Schritte auf dem angestrebten Weg zur Rückeroberung der von Russland annektierten Halbinsel? Also ich glaube, das sind definitiv jetzt mehr als Nadelstiche gewesen in den letzten 24 Stunden. Es ist ein U-Boot angegriffen worden. Wir wissen nicht ganz, wie schwer die Schäden sind und ein Truppentransporter. Aber es bedeutet ganz handfest, dass einerseits die U-Boote mit Hilfe deren Marschflugkörper auf die Ukraine gefeuert werden, deutlich vorsichtiger und vielleicht in geringerer Zahl im Schwarzen Meer unterwegs werden sein. Und wir werden auch sehen, dass die Russen gezwungen sein werden, ihre Luftverteidigungsgeräte von den Frontlinien, wo sie momentan russische Truppen in der südlichen Ukraine verteidigen, ins Hinterland verlegen werden müssen, auf die Krim, aber auch ins russische Gebiet. Und das erleichtert natürlich die Sache für die ukrainische Konteroffensive. Was jetzt die Rückeroberung der Krim angeht, ich glaube, das ist vielleicht noch ein bisschen schwieriger. Da geht es eher um Logistik und um die Zerstörung der Krimbrücke, der Kertschbrücke. Da ist einiges passiert, aber die Brücke ist nach wie vor eingeschränkt funktionsfähig. Aber man sieht einfach im Vergleich zum letzten Jahr, dass die Ukraine jetzt russische Ziele nicht nur auf eigenem Gebiet, auf der Krim und auch auf russischem Gebiet angreifen kann und das auch mit großer Frequenz und zunehmend auch größeren Erfolgen und größeren Schäden.
Ja, absolut. Zuletzt gab es ja auch Meldungen, dass die russische Armee zunehmend Probleme bei der Versorgung mit Truppen und Waffen habe. Macht das alles zukünftige Erfolge bei der ukrainischen Gegenoffensive wahrscheinlicher? Ich glaube schon. Ich glaube, wir sind da, wo wir auch letztes Jahr waren, dass letztendlich statt jetzt Frontalangriffe zu fahren und zu versuchen, mit Hilfe von deutschen Panzern beispielsweise die Russen direkt anzugreifen, dass die Ukraine deutlich besser damit wird, wenn sie versucht, einfach diese russischen, teilweise sehr langen Versorgungswege anzugreifen und die Truppe dazu zu zwingen, selber abzuziehen. Das haben wir im letzten Jahr in Cherson gesehen, auf dem westlichen Ufer vom Fluss Dnipro, wo die Russen letztendlich, obwohl sie ziemlich viel schweres Geschütz hatten, letztendlich gezwungen wurden, abzuziehen, weil sie einfach schlichtweg Munition, Essen, andere Sachen ihnen dann zunehmend fehlten und sie da natürlich die Angst hatten, eingekesselt zu werden. Insofern scheint es eine Rückkehr zu dieser Taktik zu geben und wir sehen, dass mit Hilfe von Marschflugkörpern aus England, aus Frankreich, die Ukrainer hoffen auf deutsche Marschflugkörper vom Typ Taurus, dass das immer intensiver gemacht wird und dass möglicherweise die Russen dann nochmal deutliche Gebiete wieder abtreten werden müssen in den nächsten Monaten. Nick Connolly, vielen Dank für diese Informationen aus Kiew.